Das war in letztens schon definitiv zu viele. Also, ich weiß nicht, ob die nachts vielleicht jetzt hier auch noch massiv spawnen, die Endermänner. Aber, also, wie gesagt, das war echt ein Graus mit diesen Dings. Und ich würde hier halt ganz gerne eigentlich eine relativ ebene Wiese hinziehen, so wie man es halt in der Stadt, ich sage jetzt. Oh, hier ist ein hübscher Wald übrigens. Den müssen wir dann später auf jeden Fall irgendwann mal wieder aufforsten. Jetzt erstmal wird nur gerodet, weil wir halt einfach Holz haben wollen. So, was ich auch am Überlegen bin, ist, ob ich nicht vielleicht sage, wir würden ein Giebeldach irgendwie bauen, so wie ich es in dem anderen gebaut habe. Nicht unbedingt so abgedreht, riesig, aber so prinzipiell halt so kleine Hexenhäuschen, giebeldachmäßig. Weil ich eh am Überlegen bin, dass wir da vielleicht eine komplette Siedlung machen. Wo ist hier ein Zombie? Willst du mir sagen, da unten ist eine Höhle? Willst du mir sagen, hier unten ist eine Höhle? Okay. Kann natürlich gut sein. Die müssen wir dann natürlich auch irgendwann mal ausradieren. Apropos Höhle. Ich meine, das wäre ja natürlich so ein bisschen geckig, wenn wir quasi die Höhlen dann halt so sukzessive erobern für unsere Minentätigkeiten, weil wir ja Rohstoffe brauchen und alles Mögliche. Wie gesagt, wir werden jetzt am Anfang halt wirklich so evolutionstechnisch erstmal drauf loshauen und kaputt machen. Und dann wird unsere Erkenntnis, dass wir ja ein bisschen Umweltschutz betreiben sollten und das in unserem eigenen Interesse wäre, vielleicht ein bisschen später erst betreiben. Ich habe schon wieder ein paar Hölzchen, deswegen würde ich eigentlich fast sagen, okay, das reicht mir. Die Setzlinge sammeln wir natürlich noch auf. Aber seht halt mal das hier, also das waren diese ganzen Endermänner. Das war halt schon einfach viel zu viel. Also die waren ja gefühlt überall, diese Endermänner. So, auf jeden Fall würde ich dann mal die Setzlinge hier weghauen. Da haben wir noch Fleisch, rohes Rindfleisch. Das könnten wir eigentlich mal kochen. Wir könnten hier vielleicht eigentlich mal ein Steak essen. 9. Geht es so? Nein. So, okay. So, und dann würde ich hier mal hingehen und dann würde ich hier mal sagen, hauen wir mal das Steak rein, hauen wir mal das Glas wieder raus. Apropos, da hätte ich ja noch Sand. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Decke weiter. Und wenn wir mit der Decke weitermachen, bedeutet das eigentlich, machen wir erstmal hier mit weiter. Zack, zack. Und dann würde ich hier doch mal sagen, es ist 5, ne? 5, genau. 4 war unsere Fackel. So, wir haben versucht, uns da irgendwie lustig ein System zurechtzulegen, aber ob dieses System halt wirklich funktioniert, ist die andere Geschichte. Gut, so, dann hätten wir das hier auf jeden Fall und dann können wir eigentlich nach oben gehen. Und nach oben bedeutet, wir machen das Gezuppel wieder weg, weil wir jetzt hier eine fesche Terrasse bauen oder basteln. So, erstmal nur so. Na, machen wir vielleicht so. Das würde gehen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und dann würden wir hier vielleicht sogar mit Glas aufpeppeln. Kann ich eigentlich Glaszäune machen? Warte mal. Ach, da. Da kommt mir immer so ein bisschen durcheinander mit Minetest und Mineclone, und Minecraft. Was wir ja nicht spielen, sondern nur mein Gedönse. So, dann würde ich hier mal wirklich einfach sagen, yo, 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 yo und yo. So, und dann wäre hier die Fackel da und die Fackel wäre natürlich da. Und dann kommt die hier weg und die hier kommt weg und dann kann ich hier nochmal die Axt im Walde spielen.
So, und dann haben wir hier oben ein fesches Sonnendeck. So, und auf jeden Fall, was wir halt jetzt brauchen, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist nicht das. 1, 2, 7, warte mal. Das heißt doch 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Echt scheiße, das ist ja. Nee. Das ist ja nicht so gut. Gut, dann machen wir halt wirklich den und den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für hier ist es okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das Ganze müsste ja auf der Seite dann genau gleich funktionieren. Also hier mal drauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 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 4. Und 1, 2. Ja, verdammt. Okay, dann bedeutet das... wir probieren es mit Dreiern. Und 1, 2, 3. Warte, 1, 2, 3. So rum, meine. 1, 2, 3. Dachte ich doch. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Passt. 1, 2, 3. Wunderbar. An der Stelle probieren wir es mit Dreiern. Und jetzt könnte ich 1, 2, 3, mache ich ja hier eigentlich auch. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, das passt dann hier auch. Und dann machen wir das hier genauso. Wunderbar. Wie gesagt, ich möchte halt einfach nicht, dass hier oben auf dem Dach irgendwelche Viecher spawnen. Das würde ich einfach ganz gerne vermeiden. Das bedeutet aber auch letzten Endes, dass ich halt wirklich sagen muss, 1, 2, 3, 4... Block Fackel. 1, 2, 3, 4. Block Fackel. 1, 2, 3 und 4. Ja, wunderbar. Wie wenn man es geplant hätte. So, dann machen wir die gleiche Grütze von hier übrigens auch. 1, 2, 3, 4. Es gibt dann einen Block und eine Fackel obendrauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sind es genau 8. Das heißt, das ist ja wieder ein bisschen unsymmetrisch, aber eigentlich, wegen dem Aufstieg, kann das hier auch ruhig ein bisschen unsymmetrisch sein. Ich würde den dann eigentlich... fast mal, wenn der da ist, dann würde ich den fast hier hinsetzen, oder? So ein bisschen geckige Asymmetrie, die wieder über die Distanz symmetrisch wird. Wie auch immer, wir sagen hier 1, 2, 3, 4. Ah, das ist dann natürlich super. Und dann sagen wir hier noch 1, 2, 3, 4. Zack und zack. Und wir können schon wieder pennen gehen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier... Wobei ich da eigentlich fast am Überlegen bin, ob ich da nicht lieber einen Zaun nehme. Gut, aber es wird wieder Nacht. Das heißt, wir gehen wieder pennen. Und dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir da nicht eine richtige... Ob wir uns da nicht eine richtige Ding zulegen? Nee. Wie heißt denn das? Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich richtige zu... Ah. Wir wollten Zäunchen basteln. Genau, so. Dann hier, Werkbank.
Stickies, dafür brauchen wir aber noch ein paar. So, dann machen wir uns doch noch ein paar. Zack. Und ich würde sagen, ich bräuchte so ungefähr 6 Zäunchen. Also. Okay, gut, jetzt ist die Frage nochmal, wie gehen Zäunchen? Ja, das sind ja Leitern. So. Nein. Buch. Tam, tam, tam. Oh. Okay, das wusste ich ja wirklich gar nicht. Oh, da ist gerade irgendwo ein Skelett hinübergegangen. Aber witzig, dass ich übrigens die Tür offen gelassen hatte. Okay, also, wir brauchen offenbar mehr. So, dann nehmen wir dich doch nochmal her. Und knallen dich mal da drauf. Und dann sagen wir hier, passt schon. Und dann sagen wir hier, zack, 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 zack. Das sind die Pfosten. So, im Nachhinein ergibt es eigentlich auch fast einen Sinn. Aber halt nur im Nachhinein. So, das wären 3. Aber das reicht mir ja nicht. So, dann machen wir das halt so. Und dann machen wir hier... So, da die Hälfte, da die Hälfte. 6, 8, 9. Da sind wir bei 12. Das sollte eigentlich fast passen, würde ich sagen. Gut, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt, das sollte ich vielleicht dann hier hin tun, ob wir damit vielleicht ein bisschen hinkommen. So, dann sieht es nämlich vielleicht auch nicht so klobig aus. Ja, dann sollte ich hier vielleicht gleich mal anfangen. Und 4 Fackeln oben drauf. Genau, das ist doch fast viel besser. So, dann ist hier... Zack, und 4 die Fackel oben drauf. Fünf und 4. Machen wir mit dir nochmal das gleiche. 5 und 4. So, machen wir mit dir nochmal das gleiche. 5. Ah. Ah. 5 und 4. Und bei dir machen wir was Ähnliches, nämlich 5 und 4. Zack. Gut. Dann haben wir hier zumindest ein bisschen Beleuchtung. Wir können uns jetzt mal schauen, wo das Skelett sich verabschiedet hat. Es scheint nicht hier gewesen zu sein. Da unten vielleicht irgendwo... würde ich jetzt auch nicht sehen. Da hinten war ja diese Lava-Höhle. Diese absolut coole. Okay, damit hätten wir quasi unser Häuschen jetzt erstmal ein bisschen fertig. Es sieht nicht unbedingt romantisch aus oder so. Ey, was mir gerade so kommt. Was wir auch machen können, wir können ja auf dieses Haus drauf ein Giebeldach setzen, indem wir quasi hier ein freies Stockwerk haben. Und dann da oben drüber ein Giebeldach setzen. Also quasi hier, ich meine, ich habe jetzt hier so lustige Zäunchen, also ich könnte jetzt halt diesen machen und diesen machen. Und da oben drauf auch noch einen setzen. Und dann quasi... wobei das schon reichen würde. Versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich versteht ihr, was ich meine. Bäm und bäm. Und so weiter. Also hier das gleiche, da, 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 da. Und dann würden wir ein Giebeldach drüber setzen. Das halt genau
da drauf aufsitzt, zumindest optisch.